Hallo und herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal. Schön, dass ihr wieder da seid. Ich freue mich. Ich begrüße die wundervollen Krebse, Krebs-Aszendenten. Und solltest du Planeten im Krebs haben wie Mond, Venus, Merkur oder andere, schaust dir an, sind bestimmt ein paar Impulse für dich dabei. Das ist ein allgemeines Reading, kein persönliches. Schau, ob du in Resonanz gehst. Wenn du ein persönliches möchtest, dann kannst du gern unterhalb von dem Video in die Infobox, dort ist meine Website. Liebe Männer, ganz, ganz lieben Dank fürs Zusehen. Bitte bedenkt, ich spreche immer aus der Sicht einer Frau. Daher dreht es euch einfach um. Und das betrifft auch alle Gleichgeschlechtlichen etc. Meine lieben Krebse, ihr habt einen guten Lauf. Ihr habt ein gutes Jahr, ja, dieses Jahr. Ja, Erfolg im Job und kommt mehr zu euch. Ihr geht einen richtigen Weg. Und jetzt mit dem Wechsel der Planeten, ja, jetzt wird's leichter, jetzt wird's leichter. Jetzt bin ich gespannt. Was ist die Hauptüberschrift für euch? Was ist die Hauptüberschrift? Ha! Ihr seid auf dem richtigen Weg. Folge dem Weg deiner Seele und lass dich von nichts und niemanden aufhalten. Du spürst, wo es hingehen soll. Du spürst das absolut. Du hast so feine Antennen, du spürst das, ja. Und du folgst jetzt dem Weg deiner Seele. Und du weißt ganz genau, was dir gut tut. Und du spürst das immer mehr. Und lass dich nicht abhalten. Lass dich nicht von irgendjemandem. Kennst das ja, wenn dann, erzähl's auch nicht, ne? Mach dein Ding. Wenn dann irgendjemand was erzählst, ne? Ja, nee, das kannst du nicht. Also ich finde das nicht gut. Oh ja, das ist auch Neid, ja. Wieso, mir geht's auch nicht so gut. Dem anderen soll's auch nicht so gut gehen, so ungefähr. Nee, nee, du machst jetzt mal dein Ding. Du lässt dich nicht aufhalten. Du stehst voll zu dir. Was unterstützt das Thema? Ich finde das ja mega, ja. Der April wird gut, das ganze Frühjahr wird gut. Freut euch einfach und ihr habt ein schönes Jahr vor euch. Ein richtig schönes Jahr, ja. Und jetzt geht, ich glaube, das ist schon gewesen oder jetzt, der Mars geht ja in den Krebs. Das ist was ganz anderes als Mars in Zwilling. Immer diese Unentschlossenheit, ja. Feuer und unentschlossen und das, hin und her. Und im Krebs ist das ganz andere Energie. Ja, ja, und das ist es. Ihr habt zwei und die kriegt ihr auch. Yin und Yang. Im Leben herrscht eine Balance zwischen Festhalten und Loslassen. Ja, Dunkelheit und Licht, Zuhören und Reden. Und diese Balance werdet ihr finden. Diese Ausgeglichenheit, dieses Yin, dieses Yang. Ja, beschäftigt euch mal mit Feng Shui. Also das ist immer sehr schön, ja. Dass auch diese Harmonie, dass das fließen kann, dieses Qi, dass das fließen kann in eurem Bereich zu Hause und sowas. Sehr, sehr wichtig für euch. Das werdet ihr schaffen. Ja? Ihr lasst euch nicht mehr aufhalten. Ihr werdet aber auch nicht das Böse machen. Ihr werdet das einfach machen, so wie ihr das für richtig haltet. Und das ist gut so. Ihr geht jetzt immer mehr aus euch raus. Und Urvertrauen. Jedes Ende eines Lebensabschnittes ist ein Neuanfang. Wenn ihr was Neues wollt und wenn ihr sagt, ich bin jetzt schon auf einem halben Weg, und eigentlich will ich das ganz anders. Dann werdet ihr das machen. Dann werdet ihr Dinge einfach hinter euch lassen und sagen, okay, es war eine Erfahrung in meinem Leben. Jetzt geht's vorwärts. Und das ist Urvertrauen. Und wie stärke ich mein Urvertrauen? Ja, ich kann das jetzt so nicht so zeigen, aber mein Urvertrauen stärke ich in dem Moment, dass ich viel Rot trage, vor allen Dingen rote Unterwäsche. Ja, ja, das ist Wurzelchakra, das ist die Basis. Und immer die Füße auf die Erde stellen. Immer wenn ihr unsicher werdet, stellt euch hin und sagt, ich habe dieses Urvertrauen. Ich spüre, was mir gut tut, ja. Und die Seele schreit regelrecht danach. Und das ist eine Power-Energie, finde ich. Ihr seid auf einem super Weg. Super, gefällt mir. Gefällt mir sehr gut. Und weil alles neu ist, ne? Alle neuen Planeten so, Neubeginn, die neue Zeit, habe ich heute mal das Tiertarot. Ja, wow, es haben jetzt viele, also ihr steigt auf, ihr wisst, wer ihr seid, ihr lasst was, kreiert was, hier kommt was Wundervolles, ja? Boah, ist das schön, oh, ist das süß. Das Tiertarot, da lernen wir ja auch mal ein paar Tierchen kennen, ne? Wir wollen ja auch mal ein bisschen Bildung hier haben, ne? Nur ein bisschen wenigstens. Es war Spaß, nehmt es nicht so. So, hier geht's hin, die Herrscherin, das Angora-Kaninchen. Zeit, aktiv zu werden. Nützen Sie Ihre naturgegebene Kreativität, um Ihr Leben zu wachsen und erfolgreich zu sein. Hier brodelt was in dir. Folge dem Weg deiner Seele und lass dich nicht aufhalten. Du willst wohin und du willst was erschaffen. Du erschaffst hier was. Die Herrscherin erschafft was. Ja? Hier kommt was Neues raus. Und folge deinem Weg, ja. Ich habe hier die Einheit.
Der, das ist süß, ne? Der Eisbär. Heißen Sie diese Zeit intensiven spirituellen Wachstums willkommen. Sie fühlen sich dazu veranlasst, als Mentor aktiv zu werden, einen neuen Lehrer aufzusuchen oder Zeit mit anderen spirituell Suchenden zu verbringen. Ich glaube, hier geht es um die Einheit, dass du dich Gruppen anschließt, die deine Gedanken teilen, mit denen du dich austauschen kannst, dass du im Freundeskreis irgendwie vielleicht neu kennenlernst, wo du sagst, ich brauche diesen Austausch. Das andere, das bringt mir nichts mehr, ja. Und das, die Spiritualität ist ja Urvertrauen. Du weißt jetzt, was du willst. Du stehst viel mehr dazu. Und das ist wunderbar. Ich habe die Gerechtigkeit, der Elefant. Ein gerechtes Urteil wird gefällt, nachdem alle Beweise objektiv geprüft worden sind. Zeigen Sie Mitgefühl für andere und versuchen Sie, eine Sache von verschiedenen Seiten zu betrachten. Die Gerechtigkeit kann sein, dass du hier was hinter dir lässt. Und du denkst, das ist nicht so. Du wirst das eigentlich böse machen. Du wirst versuchen, das in Balance zu halten. Vielleicht hast du auch ein bisschen Mitgefühl. Aber du wirst sagen, ich möchte meinen eigenen Weg gehen. Egal in welchem Bereich. Ich will meinen eigenen Weg gehen. Und das wirst du tun. Und es kann auch sein, dass hier noch ein Ausgleich in dein Leben kommen soll. Dass irgendwas noch offen ist. Offene Rechnungen nenne ich mal so. Und hier wird ein gerechtes Urteil gefällt. Und das kannst du nehmen. Karma kommt zurück. Wir sind mittendrin. Ja? So, und dann habe ich den Prinz des Winters. Entschieden, fokussiert, getrieben, impulsiv, das englische Vollblut. Machen Sie sich bereit für den Fortschritt, um richtig loszulegen. In dieser Situation sind Logik, Intellekt wichtiger als Gefühle und Sie müssen Ihre Entscheidung schnell fällen. Also wenn du hier was vorhast, wenn du einen Impuls hast in Gedanken, fokussiere dich drauf, entscheide und geh deinen Weg. Da darfst du dich wirklich nicht von irgendwas abhalten lassen. Was du hinter dir lässt, dann darfst du ruhig mal Mitgefühl zeigen und darfst anders sein. Aber was für dich fokussiert ist und du willst das unbedingt und das kommt aus deinem Herzen, dann mach mal wie das, guck das Pferd an, ja. Englisches Vollblut, guck, wie das lossprintet. Fokussiert auf dein Ziel. Und wenn du genau weißt, das ist es, dann tu das, Und du wirst hier was ganz Großes entstehen lassen. Sehe ich schon, ja. Und hier kommt eine wundervolle Gerechtigkeit in dein Leben. Dein Karma kommt zurück und es wird ein Ausgleich bringen. Das ist immer spannend, ja. Das ist ja in vielen Bereichen, aber wir werden sehen. So, was sagt das Tarot zu euch? 5 Karten vom Tarot, meine lieben Krebse. 5 Karten vom Tarot. Ach nee, ha? 1, 2, 3, 4, 5. Die Gerechtigkeit ist gefallen. Um was geht's denn hier? Ach, 6 haben wir. Na gut, da haben wir halt eine mehr, ne? Passiert. Muss erst mal gucken. Die erste war so prägnant. 4 der Kelche. Ich sag mal so, du bist schon auf dem Weg. 4 der Kelche ist so, kann ich das annehmen? Kommt hier irgendwas? Oder ist es so, reichst du jemanden was und der kann es nicht annehmen? Oder die kann es nicht annehmen? Es kann auch auf der Arbeit sein. Du tust viel, du machst viel. Aber ich habe ja hier auch schon so ein bisschen Luftenergie drinne. Und ich sag mal so, Königin der Schwerter. Entweder bist du zu sehr im Kopf und kannst das nicht annehmen oder willst das nicht annehmen, bist ein bisschen verdrossen und willst dich fokussieren auf ein bestimmtes Ziel. Vielleicht ist da irgendwas, was dir nicht passt. Das gucken wir uns genau an, ne? Oder kannst du nicht annehmen? Kannst du nicht annehmen? Das kann auch sein, ne? Weil du zu sehr im Kopf bist, ne? Hier ist der Bube der Schwerter, das sind schnelle Nachrichten, ne? Das ist was, wo auch schnell irgendeine Information reinkommt, das ist aber auch so die Lernkarte, wo man sich was anguckt, vielleicht guckt auch jemand auf dich, das kann auch sein, also mal gucken, ne? Was so spannend ist, die Gerechtigkeit will in dein Leben, hier ist irgendwas nicht ausgeglichen, ja? Hier muss irgendwas, vielleicht wirklich war hier so Kopfenergie, Verdrossenheit, du hast was gereicht und das wurde nicht gesehen, ja, und du willst einen anderen Weg gehen, vielleicht hast du auch immer viel, also du bist ja ein fürsorgliches Zeichen, ein sehr fürsorgliches, viel Fürsorge, und da war auf der anderen Seite, was auch in deiner Arbeit viel getan, ja, man hat das gar nicht so gesehen, ja, und dann bist du auch in deinen Kopf gegangen und sagst, ich muss hier anders planen, ich muss fokussierter sein und. Und das kommt jetzt alles. Soll hier ein Ausgleich in dein Leben kommen? Vielleicht verlässt du eine Situation und gehst auf was Neues zu, weil du merkst, das funktioniert so nicht. Aber das werden wir sehen. Weil hier geht es darum, Wissen und Weisheit, es ist von oben geführt, ja.
es ist von oben geführt und vielleicht bist du immer einen Weg gegangen, wo du nicht das gekriegt hast, was eigentlich du willst. Du bist nie deiner Seele gefolgt. Und der Hierophant sagt, du hast doch das Wissen und die Weisheit in dir. Das ist göttlich, das ist das göttlich-männliche. Und das ist das, was dir von oben geschickt wird. Es ist so, als ob du, vielleicht ist der Page der Schwerter auch wirklich der Gedanke, dass dir was von oben geschickt wird, dass du auf irgendwas genau guckst, wo du merkst, das ist eigentlich, ich war auf einem falschen Weg, ich muss hier einen Ausgleich schaffen, ich muss auf einen anderen Weg gehen. Das kann durchaus sein, vielleicht willst du lehren, Wissen weitergeben, Coaching machen, eine Ausbildung machen, alles sowas, was dir entspricht und das wirst du tun. Weil hier kommt der Stern, hier kommt deine Wunscherfüllung pur und wieder dieses Beschütztsein, ja? Wieder dieses Beschütztsein. Hier geht es in Richtung Wunscherfüllung, ja? Und du folgst dem Ruf deiner Seele. Das finde ich ja schön, ja? Also das, was in dir schlummert und du weißt, was in dir schlummert, du weißt das, ja? Und jetzt sind wir mal gespannt, was das hier ist, ja? Was ist das mit dem Nicht-Annehmen oder abgewiesen werden, das kann ja auch sein. Hast eine Idee, dann wird es abgewiesen. Dann denkst du, das kannst du auch vergessen, hier mal nichts mehr, ne? Aha. Naja, ich sag mal so, du hast es hier mit jemandem zu tun, also die 9 der Münzen und der König der Kelche. Kannst du auch sein, der König der Kelche, ja? Da will ich nicht ausschließen, es ist hier vollkommen egal, ob Mann oder Frau. Das ist so, das ist natürlich diese liebevolle Energie, diese gebende Energie, Kelch-Energie. Und die 9 der Münzen dazu, ich glaube, hier ging es erstmal ums Finanzielle, dass hier irgendwas nicht gepasst hat. Und hier ging es um deinen Wert. Ganz viel um deinen eigenen Wert, um deine Stabilität. Und du merkst irgendwo, entweder konntest du was nicht annehmen von einem Menschen oder von einem Kollegen, von einem Chef, von Freunden, von einem Partner, ja, der dir hier was anbieten wollte. Du hast gesagt, ich will in meiner eigenen Stabilität bleiben. Das ist ja auch die glückliche Single-Karte, ne? Auf die Liebe gehen wir dann ein, aber das sehe ich so. Aber hier ging es ganz viel darum, dass du so bei dir, dass du deinen Wert erstmal finden musst, ja. Und vielleicht hast du auch was angeboten und deine Ideen wurden abgeschmettert, ja. Und da bist du ein bisschen verdrossen gewesen und sagst, dann mache ich mein eigenes Ding. 9 der Münzen ist, ich mache mein eigenes Ding, ja. Ist so, ja. Königin der Schwerter, was ist denn da? Denn die Herrscherin macht ihr eigenes Ding, ja. Das ist so, das waren so, ach, schau an. Die Königin der Schwerter sagt so, hier kommt eine Gerechtigkeit in mein Leben. Irgendwas kommt hier. Irgendwas muss ausgeglichen werden. Irgendwas lässt du hinter dir. Ich habe so den Eindruck, du lässt wirklich was hinter dir. Du hast was angeboten, das wurde abgelehnt. Und dann mache ich mein Ding selbst. Ja? Ich bin nicht mehr so liebevoll. Ich gebe nicht mehr so viel. Dann mache ich mein Ding allein. Ja? Ich bin stabil. 6 der Schwerter ist auf zu neuen Ufern. Ja? Du hast einen Plan. Hier hast du einen Plan. Du merkst ganz genau, was in dir brodelt. Ja. Und die Justiz ist, hier soll ein Ausgleich und eine Gerechtigkeit in dein Leben kommen. Hier oben ist es ja, ja. Und hier muss was kommen, wo die Waagschale wieder ausgeglichen ist. Und 6 der Schwerter ist ein Umzug, eine Reise. Du gehst weg. Du gehst dorthin, wo es dir gut tut. Und das hast du verstanden. Und das ist schön. Ja? Du machst es vielleicht mit deinem Kopf, strategisch erstmal. Aber vielleicht muss das im ersten Moment so sein, ja. Was ist der Page? Achso, andersrum, entschuldigt bitte. Was ist der Page der Schwerter? Was ist der Page der Schwerter? Mhm. Der Page der Schwerter ist der Page der Schwerter. Und das ist die Temperance. Das sind Kommunikationskarten beide. Es kann ein heilendes und klärendes Gespräch hier sein. Kann eine schnelle Information sein, wo man dann ein Gespräch führt, wo die Balance hergestellt ist. Das muss ich sagen. Aber du erkennst für dich was hier. Der Bube der Schwerter ist für mich sowas, wo ich dir sage, der guckt, der will auch was lernen, der beobachtet auch. Kann sein, dich beobachtet jemand, ja. Und bleibt aber erstmal im Balance. Aber das ist mehr so die Karte, dass du beobachtest und deine innere Balance findest. Ja, dass du dich beobachtest, dass du weißt, was du willst, ja, und dass du merkst, ich muss mehr ausgeglichen sein, ich muss mit mir zufrieden sein, das muss stimmig sein und ich muss dem folgen, was wirklich für mich wichtig ist. Die Mäßigkeit ist so eine Karte und das ist schön. Oder hältst du hier irgendein Feuer zurück und beobachtest? Das kann ja sein. Wieder die Justiz, also hier Gerechtigkeit, Justiz, aha, was ist denn hier? Hier kommt ein Ausgleich in dein Leben. Und hier kommt ein Ausgleich in dein Leben, damit hast du vielleicht gar nicht mehr gerechnet.
Hier kommt das in dein Leben, womit du vielleicht gar nicht mehr gerechnet hast. Und das ist fantastisch. Die Sechs der Kelche, meine Süße. Ja, ja, ja. Da sage ich dann was dazu. Und das Ass der Münzen. Die Sechs der Kelche ist so, Personen aus deiner Vergangenheit können erneut in dein Leben kommen. Du kannst dir vielleicht eine alte Rechnung mit jemandem haben aus deiner Vergangenheit. Und da ist kein Ausgleich gewesen. Und hier geht es viel um finanziellen Ausgleich. Finanziellen Ausgleich, Ass der Münzen, kann man sich was aufbauen. Hier geht es aber auch darum, dass jemand in dein Leben wieder treten könnte, deine Kindheitsträume hervorholt und dir einen Anstoß gibt, eine Nachricht vielleicht sendet. Und mit dem gemeinsam kannst du was aufbauen, was ganz, ganz groß werden kann. Ass der Münzen ist ein Neuanfang, auch ein finanziell stabiler Neuanfang. Und das ist so eine Kommunikationskarte, man redet, das ist eine schöne Energie. Liebe, machen wir dann. Ne? Der Hierophant, hallo. Der große Lehrer, der spirituell große Lehrer, ja. Aber auch so ein bisschen, er will auch so ein bisschen das in den alten Bahnen halten. Oh, ein bisschen konservative Energie hier, ne? Was ist denn das? Aber ja, wir müssen erst mal gucken, in was. Was habt ihr denn hier? Habt ihr hier mit irgendwas gekämpft? Ich habe so den Eindruck, ihr habt hier um irgendwas gekämpft. Gestritten, gekämpft und es kann sein, dass ihr es mit jemandem zu tun. Ich sag mal so, da wird noch kommen. Hier schickt, das Universum schickt euch was, er schickt euch was. Das sind viele Diskussionen, Gespräche, ja? Hier möchte jemand, dass eine Verbindlichkeit eingegangen ist und dass ein Ausgleich in euer Leben kommt. Hier war vielleicht viel, viel Konkurrenz. Will ich nicht ausschließen, in allen Bereichen, auch in eurer Arbeit, ja? Deswegen, ihr wurdet vielleicht manchmal gar nicht so gesehen oder es wurde gar nicht gesehen, was ihr gemacht habt und jetzt macht ihr ein neues Ding, ja? Aber das schwingt noch mit und der Hierophant sagt also, na, Verbindlichkeiten sollen hier eingegangen werden. Du hast das Wissen und die Weisheit, geh raus aus dem. Ja, und vielleicht habt ihr es zu tun gehabt mit einer Königin der Stäbe oder mit einem König, Schütze mit der Löwe, oder habt es mit dem zu tun. Und das ist so, ja, da ist vielleicht eine Reibung, aber das geht auch vorwärts, da sind viele Gespräche. Hier soll aber was entstehen, hier soll was Großes entstehen, das muss ich euch ehrlich sagen. Ich habe aber bald den Eindruck, ihr seid diejenige. Ihr seid diejenige, die jetzt erkennt, wer sie ist, ja, die das Feuer hervorholt und sagt, ich folge jetzt, weil eine Königin der Stäbe lässt sich nicht aufhalten. Wenn die was will, dann folgt die dem. Die zeigt, wer sie ist, ja. Die hat auch dieses Charisma, diese Ausstrahlung, ja. Und die geht vorwärts. Und wenn die merkt, das ist mein Seelenweg, dann folgt die dem Seelenweg, weil die ist kreativ. Und bei euch kommt ja irgendwas, dass wirklich auch so ein kreativer Impuls kommt, wo ihr sagt, das ist es. Und ich glaube, ihr werdet das. Ihr lasst diese anderen hinter euch. Ihr lasst die, die reingeredet haben, das kannst du nicht machen, das lasst ihr alles weg. Weil hier kommt was, was euch absolut erfüllen wird. Absolut. Ja? Wo ihr merkt, ihr seid im Balance. Hier ist alles ausgeglichen. Ja? Hier folgt was, was wunderschön ist. Ihr wisst, was die zwei der Kelche sind. Bei der Liebe ist es so, Big Love, meine Süßen. Ich sag euch, hier kommt Big Love. Ja? Sehr spannend. Und jetzt gucken wir mal, was die Wunscherfüllung ist. Was ist die Wunscherfüllung? Der Stern. Ja? Es sind ja alles nur Hinweiskarten. Ihr müsst den Weg natürlich gehen. Aber wenn ihr den geht, ja, dann, ich merke schon, ja, ja, ja. Ach, ist das süß. Ist das süß? Noch eine bitte. Nee, nee. Ach, bei euch kläre ich das gerne ab. Aber ich versuche es dann schnell zusammenzufassen. Aber das ist ja immer so spannend. Was passiert dann, ne? Also ich kann erst mal sagen, am Anfang ist das so, dass man, ja, das ist Wunscherfüllung und das ist wunderbar. Die Vier der Münzen ist aber auch manchmal Sturheit und noch nicht so richtig wissen und festhalten an alten Dingen, ja. Und ich sag mal so, aber ihr habt eine Wahnsinnsvision. Ihr seid euch noch nicht einig. Ihr habt eine Wahnsinnsvision. Ich glaube, das spielt noch viel eine Rolle, dass man so, dass man gar nicht gesehen wurde, wie toll man ist, ja. Und jetzt ist es so, welchen Weg nehmt ihr? Ihr wollt auch keinen verletzen. Ihr verletzt niemand hier, das sieht man. Weil die zwei der Stäbe ist, ich habe eine Vision, ich will vorwärts gehen. Gehe ich rechts, gehe ich links. Und in der Mitte steht da, was ist das? Ich muss erst mal gucken, ein Reh oder ein Hirsch. Den wollt ihr aber auch nicht vertreiben, ja? Ihr wollt nicht quer durchschießen, ihr wollt einen Weg nehmen, ja? Ihr wollt nicht brachial irgendwas machen, sondern ihr wollt es leicht machen und entspannt. Das werdet ihr tun, es werdet ihr tun. Ihr werft die Last ab. Ihr habt, das war so eine Last für euch, nicht das tun zu können, was ihr eigentlich wollt.
Es war eine richtige Last für euch, ja? Und jetzt ziehe ich mal euch noch ein, die werft ihr ab, die 10 der Stäbe, danach kommt ein Ass. Und ein Ass der Stäbe, das ist kreativer Neustart, ja? Das ist vom Feinsten. Wir haben's. Das war, ja, und die Unterkarte ist 8 der Kelche. Ihr geht einen neuen Weg, komplett neuen Weg. Tja, eure Wunscherfüllung könnte sein, dass ihr mit jemandem zusammenarbeitet, dass viel Nachrichten kommen, viel, viel Kommunikation. Und ihr habt ja jemanden an eurer Seite, wo ich euch sage, das ist jemand, der sehr stabil ist, der vielleicht eine konservative Einstellung hat. Aber das ist genau das, wenn diese Kreativität durchschießt, ja, dann hast du jemanden an deiner Seite, der sich drum kümmert, um Familie, um das Materielle, um den richtigen Weg. Und der immer diese Erdungskomponente mit in sich birgt. Eine feine Kombination übrigens, ne? Ein König der Münzen. Gutes Heiratsmaterial nenne ich das immer, ja. Ne? Ein Stier, ein Steinbock oder eine Jungfrau, ja. So, meine Süßen, also da geht was los, ne? Liebe, tja, ihr wart lieb, ihr wart sehr lieb, ihr wart fantastisch lieb. Ihr habt gegeben, ihr habt euch gekümmert, ja. Das ist euer Wesen, diese Hilfsbereitschaft, sich um andere zu kümmern, das ist euer Wesen, dieses Familiensein, ja, und für andere da sein. Ihr habt euch aber ein bisschen vergessen. Ihr habt euch vergessen. Und ihr kriegt mit, ihr tut, ihr seid liebevoll, ja. Und irgendjemand nimmt das nicht an. Hm? Da könnt ihr ihm noch was reichen oder ihr nix, ja. So Überdruss, ja, ist schön, und, ne. Und irgendwann sagt ihr, jo, ist okay, ja. Also diese liebevolle Art mache ich jetzt nicht mehr, sondern jetzt kümmere ich mich um mich. 9 der Münzen, ich bin glücklicher Single und ich werde nichts tun. Ich gucke auf mich, meine Stabilität, ich folge mir, ja, mir. Es kann sein, dass, ich sag mal so, ihr es mit jemandem zu tun hattet. Es kann auch im Wasserzeichen sein, will ich nicht ausschließen. Ne? Mit jemandem zu tun hattet, der sehr im Kopf war. Zwilling, Waage, Wassermann. Muss nicht sein, aber die Energien so, der im Kopf war, der oberflächlich ein bisschen gewesen ist. Manchmal kommt, die sind nicht oberflächlich, die Menschen, aber die haben so eine Art, die brauchen auch immer Input für den Geist und manchmal wird es langweilig und dann, weißt du, das sind so eine Menschen. Dann denkst du so, die sind oberflächlich, sind die gar nicht, ja. Aber das ist so das Wesen, die sind so fokussiert, ja. Und die sind so fokussiert auf ihre Sache. Und kamst du gar nicht ran, ne? Du als das Liebevolle, ne? Kamst du gar nicht so richtig ran. Ja, die Justiz sagt ja, oder hier, das, hier, die Justiz sagt, hier muss eine Gerechtigkeit reinkommen, so läuft es nicht mehr, ne? Ja, und du entscheidest dich, auf zu neuen Ufern in ruhige Gewässer zu ziehen und das wirst du tun. Das kann alles schon ewig her sein, sage ich euch so, wie es ist. Aber wenn du dem Weg deiner Seele folgst und auch in der Liebe was tun willst, schwingen manchmal alte Dinge noch mit. Und weißt du, was ich hier sage? Wenn du diesen Prozess hinter dir hast, dann sag dir einfach mal, ich bin stolz auf mich. Ich bin stolz auf mich, dass ich erkannt habe, dass ich wichtig bin und dass ich für mich sorge. Denn dann kommt für dich was ganz Großes. Ja? Du beobachtest, du kriegst vielleicht auch Nachrichten. Wird alles sehr entspannt sein, man hält es schon in Balance, nur so ausgeglichen. Diese Mäßigkeit, das kommt auch so bei dir rein. Und dann kommt diese Riesenjustiz. Es kann sein, dass der Mensch nochmal zurückkommt, 6 der Kelche. Weil es vielleicht eine tiefe Verbundenheit war, weil vielleicht jemand erkennt, wie wundervoll ihr seid, ja? Und das damals gar nicht annehmen konnte. Oder ihr konntet es nicht annehmen. Das kann genauso sein. Ihr kennt eure Situation. Und mit der Ass der Münzen habt ihr die Möglichkeit, euch was ganz, ganz Großes aufzubauen, ja? Was ganz Großes. Und das ist ein Neustartpotenzial, absolutes. Ihr werdet aber diesmal dran arbeiten, ja. Die Möglichkeit ist da. Und dann ist das ganz einfach so, bei 6 der Kelche ist das so, wo ich sage, es muss niemand aus eurer Vergangenheit sein. Es muss niemand sein. Aber ihr spürt, hier ist ein Mensch in eurem Leben oder kommt in euer Leben, wo eine ganz tiefe Verbundenheit ist. Wo man spürt, boah, was ist das? Das passt irgendwie. Ja, also das muss ich auch sagen. Muss nicht immer der Ex sein, der jetzt wieder ankommt. Ne? Der Hierophant ist für Verbindlichkeiten. Vielleicht wolltet ihr immer eine Verbindlichkeit. Vielleicht habt ihr immer gesagt, ich will das verbindlich gerne haben. Und jedes Mal gab es Diskussionen drüber. Jedes Mal, ja. Wo ihr sagt, ich diskutiere nicht mehr. Ich will auch nicht mehr in Konkurrenzgeschichten reingedrückt werden und zu viel tun oder so. Und irgendwie, irgendwas entfacht in euch was, vielleicht gerade, weil diese Nachrichten kommen und weil da jemand wieder in euer Leben getreten ist, dass ihr eine ganz andere Erscheinung habt, dass ihr Charisma habt, dass ihr vorwärts geht,
dass ihr zeigt, wer ihr seid, ja? Ihr habt ja immer mehr Mut jetzt. Ja, und die zweite Kelche ist Liebe. Das ist Liebe. Da fragst du nicht, was ist das? Das ist Liebe. Ganz einfach. Das soll jetzt kommen. Und der Hierophant ist wirklich bis hin zu einer Ehe und die Sterne ist Wunscherfüllung pur. Hier werden eure Wünsche erfüllt, wenn ihr dem Weg eurer Seele fehlt. Das kann ich dir sagen, ja. So, und die Sterne, was sind denn da noch für Ruckelpunkte? Ja, es ist so schön, um Wort zu sein. Man hat so, man will das alles und denkt so, oh boah, geht das denn alles so, wie ich das will? Und ach, da ist man noch hin und her gerissen und welchen Weg geht man? Und manchmal ist man auch erstmal so, dass man sagt, ich muss mir das noch überlegen und ich halte noch ein bisschen fest und sowas. Und das ist alles so eine Belastung, ihr merkt das selber. Ihr habt was mit euch rumgeschleppt, was ihr gar nicht braucht. Ihr werft das ab. Ihr werft das alles ab. Und nach dem Abwerfen kommt wieder ein ganz großes Ass auf euch zu. Wieder Neustartpotenzial mit ganz viel Leidenschaft. Tja. Und die Achterstäbe, wie soll ich machen? So piecht, piecht, piecht. Ja? Ihr verliebt euch und hier kommen ganz, ganz viele Nachrichten. Ne? Und das hat mit jemandem zu tun, der Stier, Steinbock oder Jungfrau ist. Hier kommt die große Liebe in euer Leben. Wenn ihr wirklich dem Weg eurer Seele folgt, was euch ausmacht, wo ihr euch nicht mehr beeinflussen lasst, wo ihr sagt, das möchte ich und nichts anderes. Habt Vertrauen zu euch. Hier entsteht was Großes. Hier entsteht was Großes. Oh, ist das schön. Es ist auch so für mich so innerlich so, wo ich dann merke, ne, ich finde das so eine wunderschöne Energie, weil der April kann das alles bringen. Ihr könnt jetzt zu tun haben, explizit sage ich mal so, mit einem Schützen. Dann könntet ihr zu tun haben mit einem Stier, mit einem Wassermann. Dann Stier, Steinbock, Jungfrau. Schütze, Witter, Löwe. Waage, Wassermann, Zwilling. Fisch, Krebs, Skorpion. Ich glaube, jetzt haben wir die Reihe rum, ne? Oder? Die expliziten habe ich euch genannt, ja. Wer es ist, ihr wisst das. Große Liebe. Hier ist alles möglich. Alles. Ja? Alles. Ich will auch nicht mehr zu viel sagen, weil lasst es wirken. Hier ist alles möglich. Und das kann ganz schnell gehen. Das kann ich euch sagen. Weil Bube der Schwerter ist nicht hier irgendwo mal in 3 Jahren eine Nachricht. Da kommt was rein. Und da kommt noch mal was. Puh. Ja? Was sagen die Engel der Liebe zu euch? Was sagen die Engel der Liebe? Was sagen die Engel der Liebe? Ja. Vergib und lern. Löst dich von der Vergangenheit. Du lässt was los. Liegt schon hier. Du lässt was los. Du lässt deine Vergangenheit los, weil du willst jetzt neue Wege geben, was dir gut tut. Ne? Ja, hier kommen deine Themen nochmal. Du hast viel zu sehr auf Warnsignale geachtet. Ja, weil da eben was war. Ich mache das jetzt, bis ich weiß, was danach kommt. Das sage ich euch. Ne? Weil das kann ja nicht wahr sein. Ja, also, es läuft doch. Täuschung, ja. Vielleicht konntet ihr nicht mehr zeigen, wer ihr seid, weil schon mal was in eurem Leben war, wo ihr sagt, da wird nichts angenommen und ich tue und tue und tue. Ich kann nicht mehr so offen zeigen. Und jetzt merkt ihr, ich will es aber. Das ist so, meine Seele ruft danach, weil ich vom Wesen her so bin. Und jetzt folgt der Seele. Bringe deine Liebe zum Ausdruck, sei mutig und gehe einen Schritt auf deinen Wunschpartner zu. Da kennt ihr meine Meinung. Wenn hier was kommt, gebt dem anderen ein Zeichen. Und ansonsten, hallo lieber Wunschpartner, wenn du da draußen zugucken solltest, ich mach's mal so, das ist an dich gerichtet. Hm? Wenn du ein Mann bist, erobere doch die Frau mal. Sie will jetzt, ja? Wenn du es gut machst, ja, stabil und verbindlich und nicht hin und her, ja. Ich denke, hier ist es so, dass man mutig ist, sich überhaupt wieder darauf einzulassen und ein Signal zu geben, dass man bereit dafür ist. Das ist alles. Hier kommt was Wundervolles. Ja? Das ist eine große Liebe. Das ist nichts Kleines. Ja? Nichts Kleines. Ach, meine Krebse. Huch, das ist ja spannend. Und jetzt wollen wir mal gucken, was die kleinen Herzorakel zu euch sagen. Was sagen die kleinen Herzorakel, ja? Die Unterkarte von dem Seelenreich ist übrigens, lebe den Rebellen die Rebellen, ne? Und erschaffe dich und dein Universum selbst. Sei rebellisch, tu, was du willst. Lass dich von niemand aufhalten, ja?
Mach das mal. Das hat ja auch so was Prickelndes. Das ist wie Abenteuer, ne? Ich mache jetzt einfach mal was ganz anderes, weißt du? Und das wird so richtig deine Lebenslust hervorholen. Also, tu es einfach. Was sagen die kleinen Herzorakel? Noch eine bitte, noch eine. Huch! Das war aber, ne? Die sind geflogen. Habt ihr das gesehen? Ja, was soll ich jetzt sagen? Folge dem Weg deiner Seele. Folge der Stimme deines Herzens. Wenn du aus dieser Welt gehst, kannst du nichts mitnehmen, nur deine Seele. Nun folg doch einfach mal dem, ja? Du weißt doch schon, was du willst. Du wirst mehr geliebt, als du dir jemals vorstellen kannst. Denke stets daran, ich liebe dich. Also wenn du hier eine Sechs-Kelche-Nummer kriegst, ja, das ist so eine Verbundenheit, dann musst du geerdet bleiben. Das kann ich dir sagen, ja? Und das ist Liebe. Das ist was, vielleicht kann es der Mensch auch nicht so ausdrücken und jetzt kommt da das auf eine andere Art, aber hier liebt dich jemand ohne Ende. Zwei der Kelche ist Liebe. Ist einfach nur Liebe. Ach so, wir haben ja noch eine. Ich war schon wieder so, ne, so mitten drin. Zum Abschluss habe ich ja immer noch eine neue Botschaft. Und heute habe ich, du bist ein Wunder für diese Welt. Ich finde das so schön in dieser jetzigen Zeit, in dieser Veränderung. Natürlich bist du ein Wunder. Wollen wir mal gucken, was für dich noch die Karte dazu ist, was für dich wichtig ist, auf was du achten solltest. Ja, guckt euch das an. Ich bin dankbar dafür, wer ich bin. Bist einfach dankbar. Sei authentisch, ne? Und die Rückseite ist, niemand ist wie ich und das ist meine Stärke. Ja, du bist einzigartig und du sollst deinem Weg folgen und du weißt, was für dich bestimmt ist. Liebe Krebse, ihr seid auf so einem guten Weg. Ich wünsche euch einen wundervollen Monat. Macht weiter so, ja? Es wird ein gutes Jahr für euch. Wenn euch mein Video gefallen hat, freue ich mich über ein Like, ein Abo und wenn ihr es mit Freunden teilt. Ich sage ganz lieben Dank allen Abonnenten, ganz lieben Dank für eure Kommentare und für die Anerkennung und Wertschätzung meines Kanals. Ich freue mich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid und sage bis dahin, alles Liebe, Mona, ciao!